Willkommen zurück auf meinem Kanal, wer mich nicht kennt. Mein Name ist Ellie. Willkommen in der Familie. Ich habe vor 2 Jahren oder 3 Jahren oder keine Ahnung wie lange mal ein Full Face of Cruelty-Free Make-up gemacht. Und seitdem ist auch so viel passiert in der Make-up-Welt. Es gibt noch viel, viel mehr Brands, die cruelty-free geworden sind, also tierversuchsfrei. Wir werden uns heute ganz, ganz viele dieser Marken anschauen und verschiedene Produkte testen und benutzen. Manche teste ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Manche habe ich schon sehr, sehr lange in Gebrauch und kenne ich auch schon unglaublich Ewigkeiten. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, was ihr dazu sagt zu diesen Produkten und Brands und ob ihr alle davon kennt oder nicht. Ich glaube nämlich nicht alle davon. Außer ihr seid solche richtigen Make-up-Opfer wie die hier. Dann würde ich mal sagen, wir legen direkt los, klatschen mir einen Haufen Make-up ins Gesicht. Aber bevor wir das machen, wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der kann es jetzt sehr gerne tun. Die kleine Glocke aktivieren, um keinen Abschluss auf diesem Kanal zu verpassen. Man könnte meinen, ich habe Kaffee getrunken. Lecker, lecker. Aber ich trinke keinen Kaffee und ich habe echt schlecht geschlafen. Ich bin eigentlich richtig müde. Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen hyper. Es tut mir leid. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Bevor wir so richtig loslegen, dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Purish. Ihr kennt Purish wahrscheinlich schon von mir. Ich habe die euch schon 10 Millionenfach gezeigt. Und das ist nämlich ein Online-Shop, der viele, vor allen Dingen auch Indie-Brands hat, aus Amerika zum Beispiel, an die man hier schlechter rankommt. Und das ist sehr praktisch, wenn man dann nicht die ganze Zeit zum Zoll rennen muss und sich damit rumschlagen muss. Auf jeden Fall haben die, wie gesagt, sehr viele Brands, die auch cruelty-free sind. Es geht da heute tatsächlich um eine Kollektion, eine ganz bestimmte Kollektion von Nabla. Die sieht nämlich so aus. Wir werden heute einige dieser Produkte auch benutzen. Es ist eine wunderschöne Kollektion. Nabla ist eine super schöne Brand. Ich habe zum Beispiel auch diese Palette hier rausgeholt, die ich euch schon mal gezeigt habe. Das ist die Dreamy 2 Palette. Ich liebe diese Palette. Die hat auch so ein paar Duochromes drin. Erinnert mich so ein bisschen an meine Palette, muss ich zugeben. Finde ich wunderschön. Da ich jetzt aber nicht genau weiß, welche von diesen Produkten, die ich jetzt noch rausgelegt habe, auch bei Purish verfügbar sind, ob noch irgendwas davon vielleicht auch dort verfügbar ist, werde ich jetzt einfach mal Werbung eingeblendet lassen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Also wundert euch nicht. Natürlich habe ich auch einen Rabattcode für euch, falls ihr sparen möchtet bei eurer Bestellung auf alles, egal was es ist, bei Purish. Also könnt ihr ordentlich shoppen und noch richtig viel Geld sparen. Hätte ich den Code mal selbst gehabt, als ich angefangen habe, bei Purish zu kaufen, du. Okay, ich würde sagen, wir fangen an mit Primer. Und ich möchte jetzt erstmal ganz kurz das hier ins Gesicht sprühen. Too Faced ist eine cruelty-free Make-up-Brand. Das ist das Hangover 3-in-1 Replenishing Primer and Setting Spray, weil meine Haut ist sehr trocken und ich habe das noch nie als Primer versucht. Deswegen möchte ich das ganz gerne mal ein bisschen aufsprühen. Das riecht halt einfach so geil. Und ich habe hier den Elf Poreless Putty Primer. Der wurde ja so ein bisschen gehypt, weil der angeblich so ein bisschen so sein soll wie dieser von Tatcha. Dieser super teure, mega krasse Primer, den jeder irgendwie liebt. Ich werde den jetzt nochmal ausprobieren. Ich habe den nämlich nur einmal ausprobiert und ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, ehrlich gesagt, ob ich den gut oder schlecht fand. Deswegen packe ich mir den jetzt einfach mal auf meine tolle Haut. Der ist auf jeden Fall ganz angenehm. Also da ist schon mal eigentlich alles in Ordnung, aber ob der jetzt viel bringt, das bin mir nicht so ganz sicher. Okay, als Foundation werde ich heute meine geliebte, allerliebste Lieblingsfoundation benutzen von Essence. Essence ist auch eine cruelty-free Make-up-Brand, Gott sei Dank, und auch sehr einfach zu finden in der Drogerie. Das ist die hellste Farbe, die es gibt, leider. Für mich passt sie, aber ich habe schon gehört, dass sie für viele leider ein bisschen zu dunkel ist. Essence, vielleicht wollt ihr dann ein bisschen heller gehen und auch ein bisschen dunkler gehen übrigens, das wäre nett. Ich habe immer noch Angst, dass die Foundation einfach irgendwann komplett rausgenommen wird, weil die gibt es jetzt nicht mehr in den normalen Theken, wenn ich mich richtig erinnere. Das wäre ein traumatisches Ereignis, wie damals die Pure Nude Foundation Essence. Ich habe denen nie verziehen, dass sie mir die Pure Nude Foundation weggenommen haben damals. Das hier ist halt wirklich eine meiner liebsten Foundations. Sie hält jetzt nicht ganz so lange, wenn es super heiß ist, aber der hat einfach so ein wunderschönes Finish auf der Haut, falls ihr das gerade in der Kamera sehen könnt. Es sieht halt einfach wirklich schön aus. Der Beauty Blender ist übrigens von ColourPop. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich die Beauty Blender von ColourPop extrem mag. Zumindest die zwei, die ich jetzt ausprobiert habe, die sind wirklich super. Das ist der hier mit so ein bisschen Pflaumen außenrum und dieser der ganz kleinen Spitze. Die sind mega schön. Ich benutze die eigentlich jeden Tag. Ich wünschte, es wäre einfacher, ColourPop nach Deutschland zu holen. Purish, wie sieht's aus? Ich schwöre euch, wenn der Tag kommt, an dem Purish ColourPop bekommt, wenn das jemals der Fall sein sollte, dann werde ich richtig ausrasten. Es ist schon wieder so warm hier, Leute. Verzeiht's mir, wenn ich aussehe hier wie so ein kleiner Eierkopf. Aber ich überlebe das sonst hier nicht. Solange ich keine Klimaanlage habe, ist es einfach nicht auszuhalten in diesem Studio vor diesen Lichtern. Okay, Foundation passt schon mal. Leider ist meine Haut um die Nase rum so trocken gerade, aber es geht gerade noch so. Wir kommen zu Concealer. Da kommen wir zu Huda Beauty. Ich bin nicht der größte Fan von allen Produkten von Huda Beauty, aber die Concealer sind halt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ich habe jetzt hier Marshmallow und Cotton Candy. Ich probiere es mal mit Marshmallow. Was ist das denn für eine Farbe? Ich vergesse immer, welche Farbe eigentlich die bessere für mich war. Vielleicht mische ich die zwei einfach. When in doubt, mix them.
Das ist ein sehr, sehr High-Coverage-Concealer. Man muss echt ein bisschen vorsichtig sein. Also, es sieht jetzt aus, als würde ich richtig viel auftragen, aber es ist fast nichts auf diesem Pinsel drauf. Ich habe immer noch auf meiner Hand, obwohl ich fast nichts drauf gemacht habe. Das einzige Problem ist, dass es parfümiert ist, hundertprozentig. Das gefällt mir nicht so gut. Aber vom Finish, von dem, wie es aussieht eben, ist er wirklich ein sehr, sehr großartiger Concealer. Benutze ich oft. Mich nervt es nur ein bisschen, dass es in diesen Tuben ist und dann muss ich immer, keine Ahnung, irgendwo drauf machen. Das nervt mich voll. Also wenn das nicht wäre, fände ich es noch besser, aber man kann nicht alles haben. Also der ist halt schon echt heftig. Ich habe, wie gesagt, nicht besonders gut geschlafen, aber ich sehe jetzt ein bisschen wacher aus als vorher wenigstens. Ich komme mal noch nicht zum Puder, denn ich möchte gerne etwas ausprobieren, was ich auch noch nicht ausprobiert habe. Und zwar von Huda Beauty diese Creme-Kontur-Dinger. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen werde. Das ist die hellste Farbe, das ist Fair. Zumindest die hellste, die ich habe. Wir werden es einfach ausprobieren. Da kam so ein Pinsel dazu. Vielleicht kann ich den benutzen. Okay, das ist schon sehr weich und cremig. Ich bin jetzt nicht die Creme-Kontur-Spezialistin. Es wirkt auch sehr warm. Deswegen schauen wir einfach mal, was passiert. Eigentlich ganz hübsch. Die Preisfrage ist, soll ich jetzt versuchen, meine Nase zu konturieren oder soll ich es lieber lassen? Wir sind ja nicht hier zum Spaß, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt vielleicht nicht die schlauste Entscheidung meines ganzen Lebens. Okay, wir blenden und hoffen auf das Beste. Bitte, bitte, bitte. Sehe nicht so aus wie jetzt gerade. Oh Gott. Ich wurde übrigens von der Huda Beauty PR-Liste gestrichen. Einmal zu viel was Schlechtes über die Paletten gesagt wahrscheinlich. Dabei mag ich die kleinen, weil ich habe sogar noch eine Huda Beauty Palette hier liegen, die ich eigentlich auch benutzen wollte. So viel dazu, Huda Beauty. Nur weil ich die Rose Gold Palette nicht mochte, okay? Lass mich in Ruhe. Farbe für Nose Contour. 3 bis 4. Wir machen weiter. Ich möchte gerne noch einen Blushstick benutzen. Ich kann mich gerade nicht entscheiden, welchen. Ich habe hier einmal Milk Makeup. Das ist, soweit ich weiß, auch cruelty free. Da habe ich jetzt gerade gar nicht nachgeguckt, fällt mir auf. Ich habe alle nachgeguckt, bis auf Milk Makeup. Ich bin mir aber relativ sicher. Ich werde auch mal nachschauen. Milk Makeup oder der Blushstick von ColourPop. Ich möchte mal Milk Makeup nehmen, weil ich schon von ColourPop den hier die ganze Zeit benutze. Traue ich mich jetzt direkt drauf, bevor ich drüber nachdenken konnte. Habe ich schon gemacht. Das hier ist auch ein Pinsel von ColourPop. Ich werde heute auch nur cruelty-free Make-up-Brands Pinsel benutzen. Zumindest werde ich es versuchen, wenn ich mich irgendwie irgendwo irre. Tut es mir leid. Okay, das ist gerade ein bisschen fleckig geworden. Egal, wir ziehen durch. Es ist auf jeden Fall einfacher, das auf den Pinsel so zu machen und dann auf die Haut aufzutragen. Wäre vielleicht die schlauere Variante gewesen, aber ich mache mir ja mein Leben gerne ein bisschen schwerer, als es sein muss, ne? Das wisst ihr ja. Warum sollte man es sich auch einfach machen, wenn man es schwer haben kann, oder? Okay, das reicht mir jetzt erstmal mit Cremeprodukten. Mein Gesicht schmilzt. Wir brauchen Puder. Ich nehme jetzt von Beauty Bakery. Das ist eine Black-Owned Make-Up-Brand. Habe ich in meinem Black-Owned Make-Up-Brands Video auch vorgestellt. Das ist das Flower Better Not Bitter Powder. Und ich mag das unglaublich gerne. Ich habe das seitdem fast jeden Tag benutzt, tatsächlich. Pinsel ist von Zoeva. Zoeva ist auch tatsächlich mit BH zusammen meine liebste Pinselbrand. Der Beauty Blender hier ist von Morphe übrigens. Den habe ich in meinem letzten Video getestet, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Für das restliche Gesicht, weil es gerade so schön war, nehme ich Kylie, das Your Perfect Powder. Das mag ich auch sehr gerne. Kylie ist auch cruelty free. Hoffentlich irgendwann mal bei Douglas oder so erhältlich. Das wäre natürlich wunderschön, aber bis dahin erstmal nur so. Das ist auf jeden Fall auch ein wirklich schönes Puder. Ich mag das sehr gerne. Ich weiß, bei Kylie gehen so die Meinungen sehr stark auseinander, aber ich habe mit den Produkten fast gar keine Probleme gehabt. Bis auf einzelne halt, aber das ist ja normal. So. Also meine Nase sieht jetzt nicht so geil aus. Schon wieder nicht. In meinem letzten Video auch schon nicht. Ich habe so ein Video gehabt, wo meine Nose Contour so snatched AF war. Jetzt nicht mehr. Wir machen mal weiter. Das hier ist von NYX. Bear With Me Lip Conditioner. Finde ich mega gut. Das ist wie so ein Lippenöl. Finde ich richtig schön. Habe ich jetzt gerade mal drauf gemacht nebenbei, weil meine Lippen super trocken sind. Ich glaube, ich mache mir einfach Fake Freckles nachher. Dann kann man meine Nasenkontur so ein bisschen ignorieren. Wir kommen zu Augenbrauen. Da ich meine Augenbrauen für TikTok wegrasiert habe, so ein bisschen wie ihr hier sehen könnt, brauchen wir Augenbrauen. Hi. Hi. What's up? Ich habe schon Foundation und Blush und Kontur. Ist noch gar nicht angefangen. Nur weil ich immer so schön bin wie jetzt. Hast dich gut für mich ausgeredet. Ja. Für die Augenbrauen habe ich auch Nummer 1 aus meinem Black-Owned Make-Up Brands Video. Und zwar von Uoma Beauty. Uoma Beauty. Baby Hair. So ein kleiner Augenbrauenstift. Den nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen. Was machen wir denn heute für eine Augenbrauenform? Jetzt kann ich hier einfach frei entscheiden. Ich glaube, ich mache sie mal so ein bisschen gerade. Warum nicht? Leute, wenn ihr eure Augenbrauenenden noch nie abrasiert habt, aber gerne Make-Up macht, tut's einfach mal. Versucht's einfach mal. Es ist grandios. Okay, die gefällt mir sehr gut.
Okay, weiter geht's. Und um das Ganze noch so ein bisschen realistischer aussehen zu lassen, nehme ich jetzt noch Kai Brow in der Farbe Ebony und damit male ich mir jetzt noch so ein paar feinere Härchen hier rein. Mit dem besten Augenbrauenpinsel übrigens auf diesem Planeten, das ist von Zoeva, der 317 Wingliner, weil der so dünn ist. Ich liebe den über alles, es gibt keinen besseren. Essence hatte mal einen und dann haben die den geändert und jetzt ist er ein bisschen dicker, das ist voll schade. Wie ihr seht, Essence und ich, wir haben History. What did I do? Why did I do that? Und weil dreifach besser hält, nehmen wir jetzt das Clear Brow Gel von Anastasia Beverly Hills und machen das hier so drauf, damit die da auch bleiben, wo sie sein sollen. Gut, ich zoome euch mal rein, denn wir kommen jetzt endlich mal zum Lidschatten und ich freue mich schon voll darauf. Okay, ich nehme jetzt erstmal von Anastasia Beverly Hills den Eye Primer. Ich habe den erst ein paar Mal ausprobiert und ich will da noch so ein bisschen mehr rumprobieren. Und damit gehe ich jetzt erstmal unter meine Augenbraue und auf mein Lid. Ich finde den Primer tatsächlich so ein bisschen schwer, also wirklich schwer auf dem Auge, aber er funktioniert auf jeden Fall als Eye Primer. Er macht auch, was er soll, aber ich bin mir einfach noch nicht so ganz sicher, ob ich ihn wirklich persönlich unglaublich gerne mag. Ich bin ja sowieso eigentlich eher so Team Concealer als Base, aber jetzt gerade, wo es so heiß ist, nutze ich doch öfter mal ein bisschen richtige Eyeshadow Base, einfach damit es besser hält. Ich gehe jetzt in eine Palette, um die wir leider nicht rumkommen werden. Meine eigene. Die 1991 Palette von BH Cosmetics und mir. Meine. Für mich immer noch die schönste Palette auf diesem Planeten, einfach weil ich sie auch gemacht habe und ich dieses Konzept so cool finde. Das heißt, das hier sind alles Duochromes, das heißt, die changieren in verschiedenen Farben. Dann haben wir hier die Matten drin. Wunderschöne, wunderschönste Palette auf diesem Planeten. Ich gehe jetzt nämlich in Afterlife, der hier unten. Und damit sette ich jetzt hier oben, aber nur oben, meine Lidschattenbase. Also im Grunde hier und so leicht bis zu meiner zweiten Lidfalte. Da, wo ich eigentlich immer meine Lidfaltenfarben hinsetze, bis dahin ungefähr. Ich bin immer noch so eine richtig stolze Mama, was meine Palette betrifft. Ich bin auch so froh, dass sie so vielen Leuten so gut gefällt. Ich habe echt ein bisschen Angst gehabt. Als BH um die Ecke kam und mich gefragt hat, war ich echt so ein bisschen so, I don't know if I can do that. Aber die Palette ist ja sehr, sehr gut angekommen bei euch. Deswegen Dankeschön nochmal an dieser Stelle an euch für die ganze großartige Rückmeldung. Okay, ich gehe jetzt in die Magic Mini by Juvia's Palette. Denn da ist nämlich so ein ganz dunkles Lila drin. Ich wollte eigentlich die lilane Palette von Jeffree Star nehmen, aber deswegen nehme ich das hier. Das ist so ein Blau-Lila. Wie heißt es denn? Ify. Ich weiß auf jeden Fall, dass es die auch bei Purish gibt. So viel kann ich euch sagen. Ich habe jetzt hier mehr Platz. Das gefällt mir gerade voll gut. Da kann ich viel mehr machen jetzt. Die Farbe ist halt schon irgendwie mega der Hammer, oder? Krass. Ich nehme es aus der Lilac You A Lot Palette von Colourpop. Diese mega süße hier. Ify nehme ich auf jeden Fall. Das ist das Lila hier. Ich nehme den hier von My Kid Co. Okay, jetzt nehme ich so einen ganz kleinen Mini-Blendepinsel und Soft Spot aus meiner Palette. Die hier. Und damit blende ich das jetzt noch ein bisschen mehr aus. Ganz vorsichtig. Ich berühre mich fast gar nicht. That's what she said. Oh, wisst ihr, was ich nehme? Ich habe hier von Boutique die Pulse-Palette, heißt sie, glaube ich. Da ist nämlich hier so einer drin. Das ist so ein heller Ton mit so einem lila-blau Schimmer. Und den packe ich mir jetzt unter die Augenbraue ganz leicht. Vor allem unter meine Fake-Augenbraue da hinten, oder? Oh. Okay. Auf den komme ich gleich nochmal zurück für den Innenwinkel. Aber ich brauche jetzt noch irgendwas auf dem Lid offensichtlich. Und ich möchte jetzt erstmal kurz eine kleine Cut Crease machen, aber nur so eine halbe. Wobei, ich glaube, ich möchte das gar nicht. Ich glaube, ich gehe in Spooky aus meiner Palette. Eigentlich kann ich auch Illusion nehmen, aber ich glaube, ich will Spooky. Das habe ich mir jetzt so in den Kopf gesetzt und das wird jetzt so passieren. Ich setze den jetzt einfach mal drüber. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, eine Cut Crease machen, aber irgendwie habe ich doch gerade keine Lust. Spooky ist einfach, finde ich, eine der coolsten Farben. Das hat einfach so eine blaue Base und einen lila Schimmer. Finde ich mega cool. Ich meine, ist ja auch meine Palette, ne? Also. Okay, ich bin bereit. Ich möchte jetzt in diese Nabla-Palette reingehen. Und den hier benutzen. Seitdem ich die aufgemacht habe, möchte ich diese Farbe benutzen. Okay, ich versuche es jetzt einfach mal. Oh. Mein Gott. Ich dachte einfach kurz so, könnte ein bisschen trockener, ein bisschen krümeliger sein, als ich es gewohnt bin. Deswegen werde ich wahrscheinlich eher eine Glitter Base nehmen, aber habe ich jetzt doch nicht gemacht und Halleluja. Was ist das denn für geiles Zeug eigentlich? Okay, ich nehme jetzt noch meinen kleinen Beauty Blender und meinen Puder und packe mir das nochmal hier hin. Einfach um die Kante nochmal ein bisschen schöner zu machen. Toll. Super. Und für unten nehme ich jetzt einfach die genau gleichen Farben wie für oben und blende das hier so ein bisschen smoky aus. Bevor ich unten jetzt die dunkle Farbe hinsetze, nehme ich jetzt den kleinen Eyeliner aus dieser neuen Nabla Kollektion und setze den mir auf die Wasserlinie.
Okay, das war gerade so einfach, das war ein Traum. Und jetzt gehe ich ganz vorsichtig da nochmal mit der dunklen Farbe entlang. So, wie gesagt, gehe ich nochmal in die Boutique-Palette und nehme den hier für den Innenwinkel. Soll ich den mal ein bisschen ansprühen? Ich mag die Farbe unbedingt benutzen. Aha. Da kommt's doch. Okay, Friends, ich nehme jetzt den Dip-Eyeliner von Essence, weil es mit normalen Stift-Eyelinern über Glitzer jetzt nicht ganz so einfach ist. Ich hoffe mal, dass der gut ist. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Das ist der einzige, den ich damals behalten habe bei meinem Aussortier-Video von solchen Eyelinern. Okay, den tatsächlichen Wing und die Feinheiten mache ich jetzt mit dem Better Than Sex Liner von Too Faced. Puh. Cute. Was Mascara betrifft, muss ich es euch wahrscheinlich nicht erzählen. Too Faced Better Than... Nein, oh Gott. Wer bin ich? Ich habe kurz meine Identität verloren. Damn Girl Mascara von Too Faced. Meine Lieblingsmascara momentan zumindest. Und für Lashes nehme ich die Falsies von ColourPop in Mami. Mami. Die sehen so aus. Mega geile Wimpern auf jeden Fall. Und die klebe ich mir jetzt mal schön auf, mache das andere Auge und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Freunde, ich hatte gerade Lust auf einen Outfitwechsel, weil es hat mir irgendwie nicht so ganz gepasst zu diesem Make-up. Das ist schon ein bisschen mehr mein Vibe, auch wenn es nicht hundertprozentig passt. Wir kommen zu Bronzer. Da gehen wir wieder zurück zur Nabla-Kollektion, von der ich gesprochen habe. Und da haben wir nämlich den hier. Das ist der Skin Bronzing Bronzer in Ambra. Ambra. Afi. Ich nehme dafür jetzt meinen allerliebsten Lieblingspinsel, und zwar den hier. Das ist von Real Techniques. Der Blush Brush. Damit mache ich jetzt Bronzer. Ich habe ja schon so ein bisschen Creme Blush drauf, aber ich gehe immer ganz gerne über Creme Blush mit normalem Blush, sage ich mal, und Bronzer. Einfach, um das nochmal so ein bisschen zu verstärken. Die Farbe gefällt mir. Nice. Ich habe die zwei hier aus dieser Nabla-Kollektion und ich glaube, dass ich den hier gerne ausprobieren würde. Das ist die Farbe Independence. Nehme ich jetzt einfach mit dem genau gleichen Pinsel. Okay, der hat auf jeden Fall so einen leichten Schimmer. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt in der Kamera. Ich habe so gnadenlos overblushed gerade, weil ich so fasziniert war von der Farbe. Ups, dann probiere ich den hier doch mal als Highlighter. Ich glaube, das soll auch ein Highlighter sein. Ja, das kann kein Blush sein. Das gibt, wieso hinterfrage ich das? Gucke ich das an, wie das schimmert. Halleluja. Okay, ich bin bereit. Okay, hallo Aliens da draußen. Ich hoffe, ihr könnt mich sehen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ihr das könnt. Ich hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass das so ein bisschen schwächer ist. Deswegen bin ich voll reingegangen. Ja gut, habe ich ja falsch gedacht, würde ich sagen. Nase noch ein bisschen. Warum nicht? Es wird Zeit, einen Lipgloss auszusuchen. Ich meine, ich könnte sie euch alle swatchen. Soll ich das machen? Lass uns aber mal zusammen swatchen. Ich nehme jetzt erstmal den Shine Theory Lipgloss in District. Das ist dieser ganz helle. Oh, okay, der hat so einen leicht gelb-orangenen Unterton. Nice. Sehr interessante Farbe. Passt jetzt gar nicht zum Make-up. Auf jeden Fall viel zu warm. Dann haben wir hier Renaissance. Der gefällt mir voll gut. Das wird aber wahrscheinlich das gleiche Problem sein. Der hat so leichte Glitzerpartikel drin, aber ganz feine, kleine. Das ist Renaissance. Das ist so ein relativ klarer Lipgloss mit Gold, leicht rotstichigen Reflexen. Gefällt mir dazu tatsächlich jetzt ganz gut, aber ich mache mal weiter. Nächste Farbe wird nicht dazu passen, aber das ist Champagne Supernova. Das ist so ein mega Kupfer. Schon fast. Orange Glitzer. Das ist geil. Könnt ihr euch den zu meinen Haaren vorstellen, ohne Make-up, das nicht dazu passt? Übrigens bin es nur ich, oder ist ein bisschen diese Lippenstiftphase gestorben? Voll viele Leute benutzen jetzt wieder mehr Lipgloss. Ich auch. Obwohl ich nie so ein Gloss-Fan war, aber mittlerweile, so in den letzten paar Monaten, sage ich mal, immer nur Lipgloss. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Das ist auf jeden Fall, wie heißt er nochmal? Champagne Supernova. Auf jeden Fall deutlich dunkler und wärmer. Okay, dann haben wir hier so ein Rot mit Goldreflexen. Das ist Stardust Radio. Ich finde die Verpackung übrigens richtig schön. Das wird so gut zu meinen Haaren passen. Okay, den fühle ich schon sehr. Nicht zu dem Look, aber allgemein. Ich hätte gedacht, dass der mehr orange-rot rauskommt, aber der kommt doch noch ein bisschen mehr ins Nude raus bei mir jetzt. Aber mega schön. Wir haben hier so einen bräunlich-rötlichen Farbton, auch mit Goldglitzer. Das ist RSVP. Das ist dunkel. Wow. Den könnte ich mir so schön vorstellen auf dunkleren Hautfarben. So als fast schon Nude-Ton. Mega schön. Der kommt ein bisschen rötlicher raus, als es hier aussieht, finde ich. Aber richtig schön. Passt aber auch nicht zum Augen-Make-up. Und dann haben wir hier noch Toxic Love. Das ist auch so ein bisschen Duo-Chrome sogar. Oder noch mehr als Duo. Sieht so, sogar so ein bisschen holographisch aus. Oh. Okay, krass, der hat richtig viele verschiedene Reflexe drin. Das ist wirklich schon eigentlich holographisch. Hauptsächlich sehe ich auf den Lippen aber Pink und so ein Kupfergold. Ist auf jeden Fall eine mega, mega schöne Farbe. Ich glaube, dass ich den möchte, bei dem ich zuerst gesagt habe, dass er dazu passt. Und zwar ist das Renaissance. Ich glaube, ich nehme jetzt den hier. Ich habe so viele Lip Swatches gemacht in letzter Zeit. Meine Lippen hassen mich.
Dann würde ich mal sagen, nochmal eine Runde Setting Spray. Und damit ist dieser Look komplett. Was mir übrigens auffällt, ist, dass dieser schwarze Eyeliner jetzt schon echt lange drauf ist, weil ich hatte einen kurzen Zwischenfall beim Drehen und ich sitze es hier schon ziemlich lange. Und er ist immer noch drauf. Ich habe jetzt nichts nochmal nachgetragen. Das sieht super aus. Ich glaube, den werden wir öfter in meinen Videos sehen. Ich hatte eigentlich kurz überlegt, ein bisschen Freck zu nehmen, also das Freckles-Zeugs. Aber ich glaube, das passt jetzt doch nicht mehr so ganz, weil das sehr straightforward und sehr dramatisch ist. Und deswegen lasse ich es jetzt mal so. Habt ihr irgendwelche Lieblingsmarken, die cruelty-free sind? Schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht finden auch ein paar andere Leute noch mehr Marken, die sie interessieren. Ihr könnt mir natürlich auch sämtliche andere nette Kommentare da lassen. Und natürlich auch einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen, auch wenn ihr Abonnent meines Kanals werdet. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann aktiviert auch die kleine Glocke, um keine Uploads zu verpassen. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank an Purish nochmal für die Zusammenarbeit. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Wie gesagt, mein Code gilt momentan. Ich werde öfter mal gefragt, ob ich einen Code habe, weil mittlerweile, glaube ich, sich rumgesprochen hat, dass ich viel mit Purish arbeite. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss!